Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu Tinas kosmischen Wochenschau mit den Karten. Und es geht um die Woche vom 3. April bis 9. April, um die Osterwoche. Mal sehen, was uns da hier für Energien erreichen, für Botschaften. Und ja, zunächst erst einmal, ich hoffe, euch geht es gut, ihr seid gesund, ihr seid frohen Mutes unterwegs. Das Wetter spielt ja hier totale Kapriolen. Als ich hier gerade hier alles hergerichtet habe, habe ich gedacht, meine Güte, jetzt ist hier schon wieder Land unter. Wir hatten in den letzten Tagen irgendwie alles gehabt, von Sonnenschein bis Hagel bis Gewitter und. Wahrscheinlich kennt ihr das auch. Ich weiß natürlich nicht, wo aus ihr hier mein Video schaut. Aber hier, so was ich im Großraum Deutschland so höre, ja, ist wirklich April, April, ne? Also der März hat sich irgendwie schon den Namen April übergestülpt, was zumindest das Wetter betrifft, ne? Ja, ich starte mal direkt da durch und ich beginne heute mit den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Da werde ich mal so eine Überschrift für die Woche jetzt für uns alle ziehen. Ja, wenn du spürst, du gehst mit in Resonanz mit dieser Legung, dann klicke immer wieder mal hinein. Vielleicht ist es sogar irgendwie eine Abfolge von letzter Woche, ne? Wer weiß, wenn du da vielleicht diese Legung verfolgst. Alles ist möglich. Also, eine Überschrift, Weisheitskarten für Lebensentscheidung für den 3. bis 9. April 2023. Da ist sie schon. Vielen, vielen Dank. Was haben wir denn da? Ja, wen wundert das? Die Nummer 12 im Wandel. Das ist schon lustig dargestellt, ne? Mit dem Zebra und das Haus hier drüber, ja. Finde ich schon sehr interessant. Mal sehen, ich lese da mal die Hauptbedeutung von dieser Karte vor. Im Wandel. Ja, da muss ich echt schmunzeln. Das ist ja auch wirklich der Fall, ne? Also Grundbedeutung und die Botschaft lese ich vor. Grundbedeutung, die Ahnung unmerklich einsetzenden Wandels. Aufkommender Sturm, das Wissen um die mangelnde Solidarität deiner Planungen, ein Gefühl von Veränderung, Verunsicherung in Bezug auf künftige Entwicklungen. Ja, hier gerade hatte ich so gedacht, aufkommender Sturm und ich rede gerade noch übers Wetter, ne? Lustig. Also, die Botschaft des Orakels, das Verlangen nach Verlässlichkeit und der Widerstand gegen Veränderung sind Teil der menschlichen Natur. Am liebsten hätten wir unsere ganze Welt in übersichtlichen Mustern arrangiert. Aber in unserer Erfahrungswelt gibt es kein Schwarz-Weiß, nichts Dauerhaftes und Unveränderliches. Das einzig Beständige ist der Wandel. Dies ist eine Zeit der Transformation, in der die äußeren Umstände zeitweilig mit deinen Wünschen und Erwartungen in Disharmonie geraten. Bleib auf deinem Weg und denke daran, dass auch Stürme ihren Zweck erfüllen, indem sie die Luft reinigen, Samen mit sich führen und dem Boden Nährstoff für künftiges, schöneres Wachstum bringen. Das Leben zeigt sich jetzt von seiner interessanten und spannenden Seite. Sei neugierig auf das, was es dir mit seinen wechselnden Winden zuträgt. Die Magie liegt im Unbekannten. Ja, das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen jetzt nicht unbekannt, was ich hier vorgelesen habe. Aber ich persönlich halt finde es halt auch immer wieder gut, sich das mal so in Erinnerung zu rufen, ne? Dass das Leben eben halt aus Wandel und Veränderung besteht. Nichts bleibt so, wie es ist, ja. Und Flexibilität ist mehr denn je gefragt jetzt in der Zeit, in der wir uns alle befinden, ja. Insbesondere, wo jetzt der Pluto in den Wassermann eingetreten ist. Pluto möchte Veränderung, größere Veränderung bringen. Hier und da möchte er aber auch versuchen, so die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind, ja?
Aber im Wassermann mit dem Planetenherrscher des Uranus, der eben halt sagt, das Leben ist Veränderung, 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 das ändern, 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 das ist der Eyecatcher überhaupt, der Uranus, ja, stehen die beiden jetzt quasi in so einer Diskrepanz, sag ich jetzt mal, ja. Pluto sagt eben halt, wie gesagt, halt auch manchmal, es soll so bleiben, wie es ist, das Alte hat sich bewährt, ja. Aber Uranus sagt, hey, nein, nein, wir sind ja im Wandel, alles ist neu, alles will sich neu kreieren, alles will zusammenbrechen, damit neu aufbauen kann, ja. Ja, spannende Zeiten liegen da vor uns, ja. Ich habe das nochmal hier aufgeschrieben. Sekunde, mal hier umdrehen. Hier ist mein Zettel. Also, der Pluto ist jetzt gewandert am 23.03. in den Wassermann. Dort verweilt er dann bis zum 11.06.23. Da bekommen wir jetzt erstmal schon mal einen Vorgeschmack dessen, ne, was es so heißt, wenn der Pluto da so im Wassermann mitmischt. Ja, der geht dann aber nochmal zurück. Das ist immer halt auch so nochmal so diese Zeit der Korrektur, dass man nochmal überdenken kann, was ist jetzt in dieser Zeit oder was wird jetzt in dieser Zeit sein bis zum 11.06. Was hat sich da schon gezeigt? Kann ich dann da eben halt nochmal was im vorhergehenden Zeichen des Steinbocks korrigieren? Ja, vielleicht auch Zieländerungen etc. Am 21.04.2024 geht's dann wieder los, ja, dann wandert er wieder in den Wassermann rein, bleibt da bis zum 2.9. Auch dann bekommen wir alle nochmal die Möglichkeit, weil er dann nochmal zurückläufig wird, nochmal der Korrektur, ja, und am 19.11., also bis 18.11. wird er dann rückläufig sein, am 19.11.2024, jetzt hört's gut zu, Trommelwirbel, bis zum 8.3.2043 bleibt er dann da. Ja? Tja, das nur mal so von den Daten her gesagt, ne? Okay, meine Lieben, ich wollte aber keine Angst damit einjagen. Ich wollte nur sagen, wir sind mittendrin im Wandel und die Karte sagt jetzt direkt hier schon zum Anfang des Aprils, der Gongschlag ist geschlagen worden, ja, und deswegen habe ich das erwähnt hier mit den Daten und dass wir auch immer wieder die Möglichkeit der Korrektur bekommen, ja, wir werden immer wieder neu korrigiert und mir kommt jetzt halt auch gerade selber nochmal der Impuls, wieso ich womöglich halt auch dieses Deck intuitiv gewählt habe, Lebensentscheidung, ja. Wenn ich jetzt mal von dem Wort Entscheidung ausgehe, das ist das ja, ne? Wie ich gerade sagte, da gehe ich den Weg jetzt links und habe dann nochmal die Möglichkeit zu korrigieren, eben halt rechts zu gehen oder links den Weg, den ich eingeschlagen habe, nochmal besser zu kreieren für mich und, ja. Also ich gehe da sehr intuitiv aus dem Bauch heraus vor, ja. Ich hatte mir nicht vorher gedacht, ah ja, jetzt sind wir ja im Wandel und die Lebensentscheidung, das wollte ich nur sagen, ich gehe da wirklich aus dem Bauch und ihr seht, wie sich das immer alles hier so zusammenfügt. Ne? Bin ich immer selber total fasziniert und überrascht. So, okay, dann starte ich durch mit den Lenormand-Karten der Sonderedition für die kommende Woche, für die Osterwoche. Botschaften, Energien, all das, was ich jetzt hier empfange, sehe, lese, teile ich euch gerne aus meinem Herzen heraus mit. Okay, die wollte sich dann mal hier als Thema zeigen. Natürlich nicht gerade die positivste Karte, die Mäuse. Dann haben wir aber da die Sonne, die Sense, das Haus, die Blumen, der Herr, der Schlüssel, das Schiff und der Berg. Okay, okay, okay. Ich schiebe das mal so ein Stückchen höher. Ach, dann muss ich erst mal durchatmen hier. So. Auweia, auweia. Die Störche. Doppelte Bestätigung. Wandel, Veränderung. Es sind kleinere Veränderungen mit den Störchen. Mit den Störchen darf man sich aber eben halt auch anpassen. Ne? Die ziehen ja halt auch im Winter in den Süden. Und dann passen sie sich da wieder der neuen Umgebung an. Und dann kommen sie wieder und passen sich dann wieder eben halt hier unserem Klima an. Und ja, die Störche.
Da haben wir auch nochmal den Wandel mit der Transformation, dem Pluto. Okay, scheint hier doch schon ganz schön ins Eingemachte gehen zu wollen, ja? Oder irgendwas möchte, glaube ich, hier eingeläutet werden, hier direkt Anfang April in der Osterwoche. Ja, wir haben den Schlüssel, die Sonne, den Herrn, die Blumen, die Mäuse, das Haus, den Berg, die Sense und das Schiff. Ja, warum ich schon gesagt habe, eben halt mit dem Durchschnaufen, okay, wir haben jetzt hier in der Mitte die Mäuse liegen, dann haben wir hier auch noch eine negative Karte mit Berg und die Sense, ist auch nicht so ganz so lustig. Aber schauen wir uns mal an und das Gute wiederum ist eben halt hier aber auch der Schlüssel mit Sonne und den Blumen und hier halt auch der Entwicklung. Und das ist, wie sagt man immer so schön, es geht immer weiter, weiter, es geht immer weiter und weiter, ja. Insbesondere mit dem Schlüssel haben wir es in der Hand, ja. Und mit der Sonne, die spricht ja eben halt von Lebensfreude, Positivität, die natürlich jetzt hier schon so ein Stück weit mit den Mäusen eingegrenzt sein kann, also ein bisschen abgespecktere Lebensfreude und Energie halt auch. Womöglich ist deine Energie nicht so ganz top in der kommenden Woche. Ja, hier haben wir ja eine Hauptperson, ja, der Herr. Das bist nicht du, das ist eben halt ein Mann, eventuell halt auch für dich eine Frau. Du darfst es so switchen, wie es gerade für dich in deiner Situation passt, ja. So dass eben halt hier irgendwie Anfang der Woche es so sein kann, dass du dich hier in Bezug halt auf eine männliche Person, ich bleib jetzt dabei, dich freust und dir vielleicht auch nochmal etwas bewusst wird, wenn man da vielleicht in die Tiefe geht. So kann es eben halt sein, wenn du über diese Person nachdenkst zum Beispiel, dass dir da eben halt etwas bewusst wird. Und mit dem Schlüssel, der dann eben halt dabei liegt, kann man dann eben halt auch gewisse Gedanken zum Beispiel, ja, eben halt auch irgendwie so ein Mangel, der da eben halt in dir aufkommt, so eine Angst eben halt auch, die in dir da aufkommen kann, ja, eben halt auch abschließen. Und dieser Mangel, diese Angst umwandeln, weil wir ja hier ganz viel Wandel haben, umwandeln in positivere Gedanken, ja. Das steht noch so ein bisschen auf wackeligen Beinen, will ich mal sagen. Ja, also die Karte legt sich nun mal hier eben halt zu diesen beiden Karten, die eben halt auch beide von Erfolg und ja, von Erfolg und so einer Sicherheit sprechen. Ja, steht hier so ein bisschen auf wackeligen Beinen, dass man diesen Mangel eben halt umwandeln kann. Zumal jetzt eben halt auch die Mäuse noch an den Blumen knabbern. Die Blumen sind eben halt auch eine Freude, ein Genuss und auch so dieses vielleicht auch dankbar sein. Vielleicht geht es aber auch hier um eine Geste, die hier eben halt kommen möchte. Geste, ja, die eben halt auch noch etwas für dich nicht so ganz rund ist, ja, will ich mal sagen, ja. Die Blumen können eben halt auch, ich habe hier nichts Schriftliches in dem Sinne beiliegen, also ich habe hier nicht den Reiter oder das Social Media hier liegen oder den Brief eben halt für die schriftliche Kommunikation oder ja, eben halt sowas Ähnliches. Ich sehe aber hier mit der Geste, wie gesagt, die hier ist, es kann auch eine Einladung sein. Entweder eine Einladung findet da eben halt nicht statt mit den Mäusen, die geht dann eben halt tatsächlich raus. Ja, oder eben halt hier die Geste, die da kommen möchte, die kommt, die hat nicht so diese gewünschte Wirkung bei Diana, habe ich so das Gefühl. Das sieht man ja eben halt hier auch schon dran. Also die Sonne ist die höchste Glückskarte in den Lenormand-Karten. Und wenn da eben halt die Mäuse dabei liegen, dann schmälert das Ganze eben halt, ne? Und da liegt eben halt die Hauptperson dabei und das hat eben halt mit dieser Person eben halt auch zu tun, ja. Jetzt ist es aber auch so, wenn ich hier sehe, die Mehrseite der Mäuse liegt hier zum Haus. Und ich nehme da irgendwie wahr, auch weil jetzt hier so diese Bewusstheit dabei liegt, ja, dass du schon spüren wirst, dass da irgendwie so ein Anteil von dir dabei ist. Jetzt hat der Herr ja hier die Sonne und den Schlüssel dabei liegen. Also mir kommt da gar nicht so rüber, als wenn da jetzt irgendwie so ein Mangel
da ist, sondern dass es eher etwas mit dir, mit deinem Inneren zu tun hat, mit eventuellen Gedanken zu tun hat, ja, vielleicht halt auch mit einer Hoffnung, dass du eben halt was anderes erwartet hast, ja, Erwartungshaltung bringt dann eben halt häufig auch Enttäuschung mit sich, ne, weil wenn Erwartung nicht erfüllt wird, ja, folgt Standepede die Enttäuschung, ja. So dass es eben halt gut sein kann, eben halt, dass es hier mit alten Strukturen bei dir zu tun hat, dass es schon eben halt nochmal so dieses Gefühl in dir auslöst von innerem Hin- und Hergerissensein, ja, von innerer Unzufriedenheit, dass man mehr in diese alten Gedankenstrukturen verfällt, ja. Da ich aber, wie gesagt, halt auch wahrnehme, dass hier die Sonne mit der Bewusstheit da liegt und du hier gerne ins Bewusstsein gehen darfst, also hinschauen anstatt wegschauen, ja, wird dir eben, oder hast du hier die gute Möglichkeit in der kommenden Woche, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, also hier in den Wandel da zu gehen, ne, sich erstmal dieser Situation hier halt auch anzupassen. Und mit Störche und der Karte im Wandel etwas in deinem Inneren zu wandeln, zu verändern, ne? Nämlich eben halt dein Gedankengut und deine Gedankenmuster, ja, die da noch so irgendwie herumzuschwirren scheinen, ja. Genau, die letzte Reihe, da haben wir auch eine Karte mit sogenannten zwei Seiten. Ja, die Karte wird mit zwei Seiten gedeutet in meiner Deutung und der Berg ebenfalls, ja, Berg und Sense ebenfalls. Jetzt ist es so, der Berg, ja, der hat sich hier direkt mit der etwas schwierigeren Seite zu dieser Legung gelegt, ja. Hier kommt es mir wirklich rüber, dass es dir, oder da kommt es mir erneut, würde ich sogar sagen, rüber, wie ich gerade nämlich schon sagte, das wird dir nicht so ganz gelingen, dieses Umdenken, diesen inneren Wandel hervorzurufen. Bedenkt, das ist eine Woche, ja, das kann nächste Woche schon wieder anders aussehen, das kann hier auch nur ein Moment sein, je nach Bewusstseinsarbeit deinerseits, ja, wertfrei gesagt, ne? Sodass es eben halt hier verzögert vorangeht, dass ein Gefühl von auf und ab und hin und her in dir, ja, eben halt erst nach einer Weile, nach einer verzögerten Weile geht. Eigentlich liegt hier halt auch noch die Warnung, gehe nicht wieder in dieses Auf und Ab und hin und her, aber innerlich gesehen. Also hier scheint etwas, wird etwas ausgelöst im Außen durch eine Person, ja, und stößt eben halt etwas an, eben halt genauer hinzugucken. Hier habe ich gar nicht den Mond liegen, ja, sondern hier habe ich die Sonne liegen mit dem Bewusstsein, ja, hier erhellt sich etwas und wo du dir sagen kannst, Was soll das, ja? Also zu dir selber, ja? Was soll das? Wieso gehe ich jetzt wieder in diese Energie hinein? Ich gehe hier raus aus diesem schwankenden und, diesem schwankenden, wo du sonst immer halt halb reingegangen bist. Hier ist eigentlich nochmal die Bestätigung mit Schlüssel, Mäuse und dem Schiff, ja, also dass man rausgeht aus diesem schwankenden Auf und Ab, aus diesen vielleicht halt auch für dich stürmischen Zeiten, persönlichen stürmischen Zeiten, ja. Aber das kommt hier irgendwie verzögert, ja. Ich nehme hier auch wahr, wenn die Sense jetzt hier eben halt durchtrennt, wenn also das Schiff durchtrennt, erntet man den Berg. Da könnte man eben halt sagen, ja prima, ne? Ernte ich jetzt hier Frust und Hürde und Baustellen und neue Baustellen. Ich nehme aber eher an, was du erntest, ist Alternative. Wie fühlt sich das für dich an? Das fühlt sich doch viel besser an, ne? Das heißt so, aha, das ist meins, ja, und da darf ich was ändern, was wandeln.
mir ein neues Fundament bauen, ja, mehr wieder ins Vertrauen zu gehen, ja, denn hier kommt ja gar nicht so was Schlechtes, Schlüsselsonne her. Da kommt doch eigentlich was ganz Nettes um die Ecke, oder? Aber dann folgt etwas. Dann kommt alter Schmodder nach oben. Ja, und dass das eben halt hier in dir auslöst. Aber du dann hier mit dem Schiff letztlich als letzte Karte von dannen ziehen kannst. Neue Ziele setzen kannst. Deine Segel so setzt, wo will ich denn hin? Raus aus dem Mangel, raus auch aus diesem Mangeldenken, Mangel fühlen. Das fühlt sich doch besser an, oder nicht? Ja? Vielleicht erntest du eben halt auch Respekt auf einmal. Also hier kommt etwas dann so positiv auf einmal für dich um die Ecke, wo du in der Vergangenheit etwas dir vorgestellt hast, ja, mit in Verbindung mit dieser Person und sich etwas in etwas, ja, ändert, wandelt, wie gesagt, ja, und du jetzt etwas ganz anderes erntest, als du dachtest. Weil wenn du hier oben auf dem Berg stehst, ja, wenn du dich hier einmal hochgemüht hast, ja, und dich hier oben auf die Bergspitze stellst, dann hast du ja einen wunderbaren Ausblick und dann siehst du alles in der Vogelperspektive. Und wo steht die Sonne halt auch? Ja, die steht auch am Himmel. Und dann wird dir hier auch mit dem Schlüssel auch etwas ganz bewusst. Es ist doch eigentlich eine ganz schöne Geste. Und ich kann eigentlich dankbar sein für das, was da kommt. Nämlich das, was da kommt, löst eben halt schon das hier nicht so tolle aus. Aber wie soll es sonst gehen? Also gehen aus deinem Leben, aus deinem Inneren. Wie soll es gehen? Wie soll es dich dann wandeln? Ja, und somit ist es eben halt auch so, ne, ich habe durchgeschnauft und denke, oh Gott, ne, Berg und Mäuse und Sense und ach du liebe Güte, ne, was denn hier schon wieder los, ja? Seht ihr, dass man eben halt viele unterschiedliche Sichtweisen annehmen kann und sich hineinbegeben kann, ja? Ja, super, super, super. Kleines Liebesorakel, 50 Antworten auf Herzensfragen. Für die kommende Woche, 3. bis 9. Ich weiß auch nicht, auch wenn es gedauert hat, ich möchte gerne noch eine. Wenn nicht, dann nicht. Ich überlasse euch das. Ja, das ist jetzt viel zu viel. Vielen Dank. Habt das jetzt aber gut mit mir gemeint. Sprecht gerade mit der geistigen Welt. Wenn ihr meint, was ist denn jetzt los? Ja, vielen, vielen Dank. So, die ist als erstes gekommen. Ach, wie schön. Dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Viele kleine Schritte lassen manchmal große Träume wahr werden. Die Liebe besiegt alles. Jawolli. Sehr schön. Was wollte da jetzt noch kommen? Ja, ich breche ab. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. No Kommentar. Oder no comment. Ich habe mit no angefangen, soll ich auch Englisch weitersprechen, ne? Also no comment. Ja, was habe ich denn hier noch? Genau, das Universum schenkt dir alles. Was schenkt es dir denn alles? Hier liegen ja auch die Geschenke, ne? Das Universum schenkt dir alles.
Vielen Dank. Da haben wir, immer wenn ich mich auf den Geist einstimme, offenbart sich mir die höchste Wahrheit, um mich zu führen. Passt hervorragend. Echte Manifestationen werden durch Hingabe und Liebe hervorgebracht. Ja, das passt alles super gut zusammen. Hör dir den Text nochmal halt an von den Weisheitskarten und das, was ich da vorgelesen habe zu dieser Karte und hier den Botschaften, die sich hier noch zeigen wollten. Ja, passt wirklich alles wunderbar zusammen. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein wundervolles Osterfest und ganz viel Freude in der Familie und oder bei den Dingen, die du tust. Muss ja nicht immer in der Familie sein, halt auch mit Freunden, vielleicht halt auch alleine. Auf jeden Fall so, dass es dir gut geht. Das würde ich mir aus dem Herzen heraus für dich wünschen. Und wir hören und sehen uns wieder. Alles Liebe. Bis dahin.